Ein herzliches Grüß Gott zu unseren Heimatgeschichten. Jede Woche sind wir für Sie in einer Gemeinde und erkunden Land und Leute in unserer schönen Heimat. Diese Woche sind wir am Ammersee-Westufer in der Gemeinde Utting. Dieses Jahr feiert Utting sein 900-jähriges Jubiläum, denn das erste Mal in einer Urkunde erwähnt wurde der Ort im Jahre 1122. Heute leben in der Gemeinde um die 4500 Menschen. Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, am Ammersee hier ist einiges geboten. Und es gibt hier ein paar Projekte, die laufen unter dem Titel Abenteuer Ammersee. Und da sind wir jetzt hier am Hof der Familie Ernst und treffen den Ferdinand, der uns da einiges darüber erzählt. Ferdinand, was habt ihr hier für Projekte in Utting? Genau, also wir haben hier fünf verschiedene große Projekte. Das ist einmal das Labyrinth Ex Ornamentis, wo man durch ein Labyrinth laufen kann und Stempel suchen kann. Wir haben den Hochseilgarten, wo man einfach klettern kann und ein bisschen abenteuerliche Erfahrungen sammeln kann. Und dann hier den Biohof, wo wir Bioprodukte aus eigener Produktion haben, Anbau und dann verkaufen. Wir haben die Blumen zum Selberschneiden, wo man im Sommer dann 20 verschiedene Blumenarten selber schneiden kann. Und dann haben wir jetzt ganz neu die Ammersee Winery, wo wir unseren eigenen Wein produzieren und verkaufen. Echt? Und wie ist denn das alles entstanden? Wer hat das ins Leben gerufen? Genau, die Familie Ernst, die hier auf dem Biohof ist, die gibt es schon sehr, sehr lange. Die haben hier einen landwirtschaftlichen Betrieb. Und das war aber dem Uli Ernst nicht genug. Und der ist Unternehmer aus Leidenschaft und wollte einfach mehr. Und so kamen nach und nach die Projekte dazu. Und, Und wie lange bist du schon mit dabei? Genau, ich bin jetzt seit 11 Jahren mit an Bord. Und, bist du ein Uttinger? Ich bin Uttinger. Ja. Ja, sehr gut. Und dann fahren wir doch jetzt mal die einzelnen Stationen ab. Also was ist so das Erste, was wir jetzt anschauen können? Jetzt gehen wir als Erstes zu den Hühnern und schauen, wie unsere Bioprodukte zustande kommen. Schauen wir da mal hin. Sehr gern. Und ich laufe mit Ferdinand rüber zu den Hühnern, die man schon von Weitem sehen kann. Ferdinand, hier sieht man ja richtig glückliche Hühner. Schaut so aus, wie die hier rumlaufen. Wie viele habt ihr hier? Absolut. Wir haben hier insgesamt 3x300 Hühner, die in verschiedenen Mobilen zu Hause sind und jeweils dann ungefähr 3 Hektar haben, um sich auszulaufen. Nachts sind sie in den Hühnermobilen, um ein bisschen Ruhe zu bekommen. Und hier haben sie einfach ganz viel Auslauf. Was ist das für eine Hühnerrasse? Das ist die Hühnerrasse Sandy, die zeichnet sich aus nach dem Bruderhahn-Prinzip. Das heißt, nicht nur die weiblichen Hennen werden mit aufgezogen, sondern auch die männlichen. Und somit ist das einfach auch fair dem Tierwohl gegenüber. Die beschützen so zum Teil auch die Hennen und sorgen einfach für ein angenehmes Betriebsklima hier. Hier, die gackern gleich so ein bisschen mit, die sind ja ganz zutraulich. Absolut, die sind es auch gewöhnt, dass wir hier sind. Wir holen hier aus den Hühnermobilen auch die Eier, die wir dann an unserem Verkaufspavillon verkaufen. Das heißt, die sind auch Menschen gewohnt. Und da habt ihr sogar Ziegen. Warum sind die da? Die Ziegen, die haben auch eine ganz eigenartige oder eine ganz besondere Funktion. Also die Ziegen haben die Funktion, die Hennen besonders zu beschützen vor den Habichten, die hier in der Gegend auch ganz wild unterwegs sind. Und mit den Ziegen haben wir es geschafft, dass wir diese Hennenreduktion durch den Habicht sehr, sehr stark senken. Ach wirklich? Weil die Habichte haben einfach prinzipiell Angst? Oder rennen die Ziegen da richtig hin und oder wie funktioniert das? Die Ziegen sind so groß, dass die Habichte hier einen großen Bogen drum machen. Das ist ja eine tolle Idee. Okay, dann schauen wir mal weiter. Alles klar. Und ein Weinberg ist direkt nebenan. Und ich will natürlich wissen, wie kamt ihr auf die Idee mit dem Wein hier am Ammersee?
Die Idee ist gar nicht so jung. Also die Idee ist schon recht alt. Vor 2000 Jahren haben die Römer hier schon Wein angebaut. Das belegen Bodenproben. Und von dem her haben wir diese Idee aufgegriffen. Und jetzt hier seit 2008 haben wir die Reben gepflanzt. Seit 10 Jahren träumen wir davon. Und jetzt dieses Jahr ist es soweit, der erste Wein vom Ammersee. Ach wirklich? Das habt ihr jetzt die ersten Flaschen, ganz frisch? Ganz frisch. Wie und die schmeckt letzten. Er schmeckt wirklich genauso, wie wir uns vorgestellt haben. Frisch, knackig, süßlich. Also da ist alles vereint, was einen guten Wein, guten Weißwein ausmacht. Hey, das aber habt ihr dann auch richtig Winzer dabei gehabt, die wussten, wie das geht? Oder wie habt ihr euch das beigebracht? Genau, also wir sind auch ganz frisch rein und hatten aber erfahrene Winzer an der Seite, die uns geholfen haben bei der Pflanzung, bei der Pflege, die uns einfach ihr Wissen geteilt haben. Und somit haben wir heuer einen erfolgreichen Weißwein. Wahnsinn. Also toll, was ihr hier auf die Beine stellt. Ja, vielen Dank. Schauen wir mal weiter zu einem nächsten Projekt. Absolut. Also hier sind wir jetzt auf einem der 13 Blumenfelder rund um den Ammersee. Auf den Blumenfelder, da pflanzen wir über das ganze Jahr bis zu 20 verschiedene Blumenarten an. Mhm. Über Narzissen, Gladiolen, Sonnenblumen und wie wir jetzt hier sehen, die Tulpen. Bei den Tulpen haben wir noch eine ganz besondere Besonderheit. Hier haben wir bis zu 120 verschiedene Blumensorten von der Tulpe. Echt? Also das heißt, jede Farbe, die ihr seht, das ist alles eine andere Sorte. Und somit haben wir hier ein buntes Meer. Wow, also wunderschön. Ja, schaut vielen Dank. Total toll aus. Okay, und jetzt gehen wir noch aufs Piratenschiff. Dazu machen wir aber erst natürlich eine kurze Unterbrechung. Bis gleich. Wir sind in der Gemeinde Utting am Ammersee und Ferdinand zeigt mir jetzt den Hochseilgarten. Also Ferdinand, wenn man jetzt bei dir hier ankommt, wie geht das? Genau, grundsätzlich haben wir hier auch die Möglichkeiten, dass wir Laufkundschaft bedienen. Viel passiert hier aber auch über Reservierungen. Das heißt, die Leute können von zu Hause aus buchen und kommen dann als Gruppe her und dann wird geklettert. Aha, und von jung bis alt, oder wie ist das? Genau, hier zu klettern ist hier möglich ab 2 Jahren im Bambini-Parcours. Das sind die Aufgaben hier unten. Aha. Und dann bis 99 Jahre, wenn jemand mit 100 kommt und klettern möchte, ist das auch erlaubt. Aber sehr gut. Da oben hin gibt es keine Grenzen. Okay. Ganz wichtig beim Klettern ist natürlich, dass wir ein Klettergeschirr haben. Und das habe ich dir hier schon vorbereitet. Ja. Da kannst du mal mit den Füßen von der Seite einsteigen, bei den zwei Löchern, genau. Mhm. Und dann nimmst du die grauen Gurte und ziehst sie hoch. Mhm. Genau, die legst du dir auf die Schulter, das sind die Schultergurte. Mhm. Okay, da musst du also immer eine Sicherheitseinweisung machen vorher, oder wie? Genau, jeder Kunde bekommt von uns eine Einweisung, wie hier sicher geklettert werden kann. Grundsätzlich sind wir da natürlich schon auch ganz gut aufgestellt, was wir mitbringen. Wir sind ein sogenannter 3-Sterne-Hochseilgarten. Das ist so die höchste Sicherheitszertifizierung, die man als Hochseilgarten erreichen kann. Mhm. Wir sind zum Beispiel TÜV geprüft. Wir entsprechen allen Bedingungen in den EU-Normen, die es da gibt. Wir Trainer sind ausgebildete Sicherheitstrainer und das Klettermaterial wird jährlich von einem externen Prüfer kontrolliert. Ja gut, dann fühle ich mich sicher. Genau, hört deshalb, sich gut an. Da können wir starten. Das sieht soweit auch wirklich sehr gut aus. Aha. Ja, du kontrollierst es dann immer bei jedem, der hier klettert. Jeder Kletterer wird von uns einmal kontrolliert, ob das alles uns genauso gut gefällt wie euch, wie dir. Und dann nehmen wir einmal unsere beiden Karabiner in die Hand. Das ist unser Sicherungsmaterial, mit dem wird hier geklettert. Und genau, dann würde ich sagen, gehen wir hoch aufs Sonnendeck und dann starten wir. Sehr gut. Okay, hier, nicht erschrecken, das wackelt ein bisschen, einfach vertrauen. Das ist wie eine Schaukel, auf der man rumklettert. Soll ich warten, bis du drüben bist, oder? Ja. Ist besser für mich, dann wackelt es nicht so. Uiuiuiui. Okay. Okay. Oh ja, aber da habt ihr ja schon... wenn man das nicht gewöhnt ist, ist schon... Genau, die Beine einfach zur Seite schieben und dran vorbeiklettern. Und ist das jetzt aber, das ist wahrscheinlich so die einfachste Übung, mit der man startet? Das ist unser Kinderparcours, so für 6- und 7-Jährige. genau, das ist so zum Reinkommen ganz gut. Hier sind wir auf ungefähr 2 bis 5 Metern. Und hier haben Groß und Klein Spaß. Die 7-Jährigen haben weniger Angst wie ich natürlich. Am besten nicht runterschauen. Boah, das ist ganz unterschiedlich. Also wir haben natürlich auch viele Kinder hier, die sich ausprobieren, die am Anfang ängstlich sind. Und umso länger sie hier klettern, umso mehr Mut sie sammeln, umso mehr sie sehen, dass sie Sachen schaffen, von denen sie sich das nicht geträumt hätten, dass sie das schaffen. Umso mutiger werden sie und umso schneller wird dann auch geklettert. Und schon geht's weiter zur zweiten Übung.
Sehr gut gemacht. Um Gottes Willen. Spitze. Das war vielleicht ein bisschen zur Belohnung, weil du dich jetzt schon überwunden hast, haben wir hier oben Stempel. Hier jeder Kunde und jedes Kind und jeder Erwachsene kann hier Stempel sammeln bei uns. Die gibt es in jeder Ebene. Und wer hier alle Stempel sammelt, der bekommt am Ende eine piratische Überraschung. Hey, sehr gut. Und wenn es okay ist, soll ich den drauf machen? Ja, bitte. Ja, klar. Wo kommt der dann hin? Irgendwo auf die Hand. Irgendwo auf die Hand, genau. Weiter zur nächsten Herausforderung für mich. Und ich will noch wissen, wer kommt so zu euch? Genau, dafür haben wir zwei verschiedene Möglichkeiten. Einmal hier den Abenteuerbereich, wo jeder Einzelne dann über seinen Schatten springen kann oder seinen inneren Schweinehund überwinden kann. Zusätzlich haben wir als zweiten Teil noch unseren Teambereich. Der ist ganz speziell für Firmen, Sportvereine, Schulklassen, überall da, wo Teamfähigkeit gefordert ist. Und dort können die Aufgaben dann nur zusammen erledigt werden. Dort wird sich gegenseitig geschützt, unterstützt. Dort wird sich gesichert gegenseitig und so kann man an der Teamfähigkeit arbeiten. Ja, toll. Macht bestimmt total Spaß auch für dich, weil du bist dann die meiste Zeit ja hier tätig, oder? Genau, ich bin den Großteil der Zeit im Sommer hier und unterstütze einfach das Team und sorge für gute Stimmung. Ich bin angekommen, bin ich froh. Ich darf gar nicht so genau drüber nachdenken. So. Sehr gut. Ui. Gut. So, und jetzt, was haben wir hier noch? Jetzt haben wir hier mit eins unserer Highlights, also die lange Seilbahn. Die gehen hier raus und sind so unsere Anker vom Piratenschiff. Und hier geht es einfach darum, die Seele baumeln zu lassen, zu fliegen. Und ein halber dort musst du nichts machen, sondern es geht alles ganz von alleine. Echt? Aber ich muss mich, das heißt, ich lasse mich einfach hängen, oder? Wo genau, du kannst dich einmal umhängen mit deinen beiden Karabinen. Ja. Da kannst du dich hier einmal einhängen. Dann setzt die hier. Ach so, das ist eine gut. Von raus. Ach, das ist und dann sage ich erstmal, schön, dass ihr da wart, schön, dass du da warst und ja, uns besucht danke, hast. Ferdinand. Hier gibt es noch ein kleines Abschiedspräsent von uns. Die Tulpen von gerade gepflückt. Genau. Und dann wünsche ich dir viel Spaß bei der Seilbahn. Und ich halte mich hier fest. Genau. Um Gottes Willen. Ich mit meiner Höhenangst muss jetzt hier runter. Was man nicht alles tut fürs Fernsehen. Das war's. Viel Spaß. Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, mal schauen, ob ich morgen noch da bin mit den Heimatgeschichten. Wiederschauen.